Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern und diverse. Und ganz besonders grüße ich wie immer die liebe Uschi aus meinem Forum auf laraweb.de, meine lieben Arbeitskollegen, den Sondler Felix, den Markus und den Roland. Seid alle herzlichst gegrüßt, alle. Und ja, hallo, wir haben hier was Neues am Start. Far Cry New Dawn. Ja, Let's Play. Ich mache ein Let's Play, das heißt, ich weiß nicht, was passiert, weil manche wundern sich, warum ich dann 10-mal sterbe oder irgendwas. Ja, das ist, so ist Let's Play definiert. Der Let's Player, der Spieler, spielt ein Spiel zum ersten Mal und weiß nicht, was passiert. Und wichtig ist quasi, was das wörtlich auf Google heißt, wenn man es googelt, Let's Play, das Spielerlebnis des Spielenden. Also ich mich selber. Das erlebt, also wenn es mich hier reißt oder was weiß ich, wenn ich in die Hose mache, vor Angst oder irgendwas, da freuen sich alle. Das ist Let's Play. Und okay, also, ja, lassen wir noch ein bisschen einwirken. Hier, nämlich rechts die Bildchen auch. Da kann man schon mal hier einen kleinen Vorgeschmack. Hallo. Ja, Far Cry New Dawn. New Dawn ist Abendstimmung, Sonnenuntergang quasi. Also. Oder? Abenddämmerung. Neue Abenddämmerung. Und New Dawn soll ein sogenanntes Spin-Off von Far Cry 5 vom letzten Teil sein. Jetzt müssen wir mal wieder googeln, was Spin-Off ist. Also quasi nur so eine Art Fortsetzung oder Weiterführung oder ja, irgendwas, das da anschließt oder so. Und da ist ein riesiger... Was soll denn das sein da rechts unten? Keine Ahnung. Gut, okay. Nach einer kurzen Kaffeepause, haltet immer die Augen offen, steht da was. Nukleare, ach ja, das hat mir der Kollege im, ich stotter hier schon wieder, sag mal, Kaffeepause, ich brauche Kaffee. Der Kollege im Gamesladen, im Spielegeschäft hat mir gesagt, nämlich, dass eine Kaffeepause, Moment. Ich habe ja frischen Kaffee. Dass am Ende von Far Cry 5, was ich ja auch gespielt habe und was mich sehr begeistert hat, war sehr schön. Geht doch eine Atombombe hoch, oder? Und da denkt sich jeder schon, jetzt geht der neueste Teil von Fallout los hier, oder wie? Und angeblich ist jetzt hier die Atombombe schon gezündet und jetzt geht's weiter irgendwie. Nach Far Cry 5 Ende zündende Atombombe ist jetzt hier alles verstrahlt, gell? Wir machen ein neues Spiel, jetzt gehen wir aber mal rein hier. Neues Spiel, Körperform, ich mag nicht mehr. Jetzt ist es tatsächlich Fallout. Körperform auswählen. Kann ich nicht mehr, was? Hä? Als Captain der Wachmannschaft. Kommen die zwei, die Kollegin da? Oder die, also ich nehme mal weiblich, weil ich will es jetzt nicht näher erläutern, aber eine Frau ist mir sympathischer, oder? So naturgemäß, oder? Da will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, dass ich mehr auf Frauen stehe, oder? Das darf man jetzt ruhig mal so sagen, oder? Das ist jetzt kein Geheimnis, oder? Ist das normal, oder bin ich da schon wieder out of range, oder so? Nee, ich spiel, hab hier lieber eine Kollegin. Also mal reingehen hier. Was? Bitte bestätige deine, ist ja ein Gott, oh Gott, ja komm rein, dann bestätige das. Oh, hart, aber herzlich, nee. Ich weiß, was ich tue in meiner Ausbildung. Echt übel, hör auf zu labern. Entdecker, ja, müssen wir mal auf Mittel, oder? Komm, machen wir mal standardmäßig Mittel. Das kann man dann nicht mehr ändern, oder wie? Nee. Wow. Ah ja, geht schon wieder. Hopp, genau, die Atombombe von Ende von Far Cry. Oh, ja. Deckung. Mein Name ist Kamina Rai. Holla. Der Tag meiner Geburt war der Tag, an dem die Welt unterging. Ah ja, oh, das ist jetzt Terminator. Wir mussten ein neues Leben unter der Komm. Erde beginnen. Terminator Fallout. Und gab es nur Asche und Kälte. Oh, warte. Und Tod. Oh. Die Leute dachten, es bliebe ewig so. Kamina Burana. Aber da muss ich jetzt gleich. Holla. Kehrte da oben das Leben zurück. Oi, aber flockig. Ich war 6 Jahre alt, als ich zum ersten Mal die Sonne sah. Oh, das ist Fallout jetzt. Ich kann nicht. Mom und Dad das Herz. Kann nicht mehr. Die Welt, die sie kannten, war zerstört. Doch für mich war das anders. Gut. Ich hatte noch nie etwas so Perfektes gesehen. Ehrlich jetzt? Echt jetzt? Wir waren nicht die Einzigen, die überlebt hatten. Und langsam, aber sicher, wurde unsere kleine Gemeinschaft größer. Es war nicht immer einfach. Doch für eine Weile hatten wir Frieden. Au. Und Wohlstand. Wohlstand. Ein neues Zuhause.
Ein neues Leben. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Eine neue Normalität. Normalität, lassen wir das auch mal so im Raum stehen. Wie alles in der Welt war es zu gut, um so zu bleiben. Aua. Und da kommen wir jetzt ins Spiel. Angeführt von zwei Schwestern. Zwillinge. Ah ja, das sind die Bösen dann. Sie sagten, sie hätten von unserem kleinen Paradies gehört. Mhm. Und sie wollten es für sich allein. Oh, oh. Wir hatten keine Chance. Sie nahmen uns alles. Unser Essen, unser Zuhause, unsere Leute. Mhm. Wir brauchten ein Wunder. Und dann hatten wir den Namen Thomas. Thomas, das bin ich, Thomas. Ich bin der, ich heiße wirklich Thomas. Ohne Witz jetzt. Ja, und sein Captain hat man an der ganzen Westküste Leuten wie uns beim Wiederaufbau geholfen. Tom. Und sie fuhren in einem Zug, der in Richtung Hope County unterwegs war. Eieiei. Mom schickte mich zu ihm. Ich sollte sie überreden, uns zu helfen. Wir waren unsere letzte Hoffnung. Unsere Rettung. Das bin ich jetzt da. Das ist meine Kollegin hier, oder? Na gut, da hinten sind ein bisschen, also gut, naja. Ubisoft. Oh, oh. Montreal, es ist in Montreal, es ist in Kanada, oder? Na komm. War kein Lüger. So, haben wir es aber hier fertig, Spiel zu Ende. Oh weia, jetzt kommt's, jetzt müssen wir wieder fliehen, das ist jetzt das Typische. Jetzt kommt wieder eine Lauf- und eine Nebenaktion, wir müssen fliehen. Und haben nur eine Pistole mit 5 Schuss und dreimal tot. Oder, komm. Also, Carmina Burana, Karl Orff, kannst mal googeln, Carmina Burana, die bäuerlichen Gesänge. Wahnsinnswerk, Carmina Burana. Captain, du lebst! Scheiße! Sie kommen auf uns zu! Steh auf, Captain! Die heißt Carmina, komm, oder? Jetzt. Diese verfluchten Highwaymen, die werden uns töten! Ah ja, jetzt kommt Lauf um dein... Oh, weia, jetzt müssen wir das Übliche... Lauf um dein Leben, Aktion. Mein Gott, Barnes, wenn du weiter so schreist, lockst du sie nur alle hierher. Rush, du lebst! Hilf mir! Nein, wir haben keine Zeit, wir müssen weg! Barnes, wir lassen den Captain nicht zurück! Das bin ich jetzt, oder wie? Carmina Burana. Karl Orff mit 2F. Wir müssen zusammenbleiben. Verstanden? Cap. Deine große Stunde. Wir ist das jetzt Third Person? Und einen Weg hier rausfinden. Oder? Leichter gesagt als getan. Ein Schritt nach dem anderen. Geh vor, wir folgen dir. Oh, weia. Jetzt. Oh, 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 oh. Au, oh, Backe. Da ist es jetzt aus dem was? Hä? Ich kann nicht mehr. Ich dachte, das war's. Wir müssen den Waggon mit den Waffen uns ausrüsten. So viele Leute wie möglich retten. Kann nicht mehr. Okay, da gibt's aber schon Zeug hier, komm her. Lesen. Oh weia. Ach komm. Thomas, das bin ich. Ich heiße wirklich Thomas. Allerdings nicht Krause, gell? Okay, lesen, bitte Pause drücken und selber lesen. Achso, kann man dreimal lesen. Das da ist Plünderer. Ah ja, witzig. Da ist... Wir müssen uns jetzt... Ah, das nimmt er automatisch. So, jetzt müssen wir uns... kann man da jetzt nicht umschalten auf andere Person? Kann man nicht... Nee, also aus dem Wrack... Kribus. Ich spiele jetzt einfach mal, komm, ich mag keine... Ich hab keine Ahnung. Let's play. Ich bin geduckt, oder wie? Nee. Ah, ich bin geduckt. Schau her. Habe ich jetzt geduckt? Wieso? Ah, das ist Ducken. Das ist Sprangé. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr. Ah, das ist... Ich kann nicht mehr. Springen. Lachen, tanzen, singen, springen. Ich hab keine Waffe, oder wie? Es ist hier auch noch dunkel. Jetzt haben wir alles eingesammelt. Wir müssen... Was hier schon da raus? Was macht denn der? Kann man da jetzt... Da ist nichts mehr. Und ich habe keine Waffe. Da oben waren wir gerade.
Ach, Kletter. Ah ja, Kletter. Kletterer. Das geht aber schnell hier. Raus aus dem Haus. Ja, also das ist hier so eine Mischung aus Fallout, aus Mad Max und aus Terminator, oder wie? Ja gut. Sprinten geht auch, oder? Linke Taste, linker Stick drücken und jetzt sind... Oh, oh, oh. Da gibt's bestimmt... Ah, ja, ja. Oh, oh, da rumpelt's schon wieder. Wieso kann man... Achso, da liegt einer. Bin ich jetzt da richtig da ist? Was? Ein, ich kann nicht mehr. Wobei ja. Und es ist hier so. Psychedelic, oder? Oh nee, Hilfe. Ach du Schande, eskortiere. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Oh, warte. Eskortiere. Oh, warte. Ein Sandsturm zieht auf. Wenn wir auf den treffen, haben wir richtig Probleme. Ich muss da rauf, oder wie? Nee, nee, nee. Sag mal, ja, wir müssen noch ein bisschen Zeug einsammeln, wahrscheinlich. Huch. Ah, das sind die anderen, sind die Kollegen. Kupfer, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Huch, das kann man auch nehmen, komm her. Hab ich, wo habe ich denn jetzt da Inventar? Sprengkapsel. Was soll ich mit Sprengkapsel? Was soll ich jetzt? Das braucht, komm her. Jetzt, jetzt haben wir einen Ast. Wo ist denn der Waffenrad? Gibt's nicht. Au, Steinwerfen. Das ist Steinwerfen. Jetzt haben wir den Waffenrad. Oh, warte. Bis ich das kapiert habe, ist Weihnachten. Das kann man ruhig mal so sagen. Haben wir jetzt so alles. Oder auch nicht machen. Ne? Da drin ist bestimmt auch noch was drin. Oh, da ist einer. Wiederbeleben, komm her, kann man den wiederbeleben? Hallo? Das war. Das ist die Kollegin, die helfen mir jetzt, oder? Komm her. Wiederbeleben. Oh ja, Pistolenmunition toll. Ich habe keine Pistole. Und jetzt die Pistole. Oh, warte, kann man den auch wiederbeleben? Da hat doch gerade was geglitzelt. Können die Kollegen nicht schon mal ein bisschen... Toll, ich gehe noch mal ein bisschen rum. Das kann man da jetzt... Da sind wir rausgekommen. Da kann man nichts... Kann man da oben kann man nichts machen, gell? Nee, nicht so wirklich. Da hinten muss ich irgendwas eskortieren. Jetzt habe ich drei Kollegen, oder wie? Das ist vielleicht gar nicht... Ist aber laut jetzt, mache ich nicht mehr. Freunde, Kaffeepause. Also, schickes Nordlicht hier am Start. Boah, der Mond. Ich muss irgendwas... Eskortage. Brauche ich nicht mehr. Ja, entschuldige. Und ich habe drei Kollegen. Die anderen mögen nicht mehr. Wir könnten, aber da ist immer irgendwas. Warte. Nee. Wir könnten noch irgendwas. Da ist wieder Silvesterfeuerwerk. Wieso da irgendwo hin? Oh, da. Ah, das ist ein Böser. Nee. Das, ach, das war. Feierabend. Wie komme ich jetzt an? Ich habe keine. Erste Hilfe-Set. Ja, wie soll ich das? Weiß wieder keiner. Da blinzelt es auch schon wieder. Komm her. Juckerpalme ist es so ein Medipack. Oh, das ist ein Böser. Den müssen wir jetzt von hinten. Takedown, oder? Ne, warte. Takedown.
Überlebensratgeber. Das ist ein Böser. Ah, ne, der sieht. Da, die sehen mich. Ah, jetzt sieht er mich. Au! Au! Machen meine Kollegen das klar oder muss ich irgendwas. Ich kann. Jetzt gehe ich mal dahin und hau den mal um. Komm, jetzt haben wir den. Ist das ein Böser? Ah, das ist ein Böser. Nee. Ist das ein Böser? Ah, befreien. Wunderbar. Jetzt kann woher weiß ich nicht, wer da böse ist und wer nicht. Kann wieder keiner. Mag nicht mehr. Und jetzt haben wir einen befreit hier. Sind wir schon vier oder ist sie? Doch, kann ich nicht mehr. Au, da ist was hin. Kupfer, was soll ich? Bin ich hier in Fallout? Ich kann nicht mehr. Muss ich jetzt hier. Wir müssen da irgendwie durch, oder? Kaffeepause. Mensch. Also bis ich hier. Na gut, oh, jetzt habe ich rechts eine Gesundheitsanzeige. Ja, hatte ich vorher auch schon. Wir müssen da oben rauf, oder? Muss da durch wahrscheinlich. Au! Ah! Flammen löschen. Oh, warte, wir, oh, da hinten müssen, kann man jetzt, hätten wir, ich krieg keine Pistole hier an den Start, kann man. Heilung, wir müssen diese Leute retten. Ja, ja, ja. Jetzt haben wir da drüben noch nicht geschaut, hier, komm her, und da drinnen, holla Basta, komm her, da ist aber alles, komm her, Molotow-Cocktail, Wurfmesser, Bauerntagebuch, ich kann nicht. Der hat eine Pistole. Jetzt aber rein hier. Jetzt haben wir aber die Pistole hier. Komm her. Jetzt haben wir aber einen. Ist der böse? Woher weiß ich denn das wieder? Weiß keiner. Ist der böse? Der ist böse. Takedown. Also, wenn Takedown da steht, ist er böse. Das habe ich jetzt noch nicht so ganz raus hier drinnen. Oh, jetzt habe ich. Kann man das jetzt nicht beides sehen? Nee. Kann man das nicht. Jetzt habe ich meine schicke Hosen, meine Waffe. So. Da unten ist ein Böser. Böse? Wie kann ich denn das schnell wieder. Wie habe ich denn das wieder im Radar? Weiß keiner. Takedown. So böse. Ah, oh, da kann man klettern. Warte. Böse. Takedown. Also die mit dem Mundschutz sind böse, oder? Weiß nicht, wie habe ich denn. Wie ging denn das beim letzten Mal? Ich glaube, wir haben wir schon. Wieso blinkt es denn dann noch? Weiß keiner. Bin ich jetzt wieder? Problem Maker. Und na, wo muss ich hin? Darüber. Da unten geht nichts mehr, oder? Warte. Da unten geht nichts mehr. Ne, der ist Takedown, komm her. Au, die sind alle Takedown. Ach komm. Au, jetzt bin ich tot. Erste Hilfe. Ah, gut. Sag mal. Du Idiot. Ah! Auf zum Fluss. Captain Barnes, alle mir nach. Wir müssen von hier verschwinden. Zurück. Sind das meine Kollegen? Entkomme. Achso, ich muss jetzt noch auch weiter. Ah ne, jetzt komm. Oh, warte. Jetzt. Oh, da brennt's. Wie komme ich jetzt da? Ich muss da rüber, entkomme. Ach du Schande. Ah, jetzt kommen alle. Witzig. Ja, nee. Können wir gleich schon wieder. Na komm. Der lebt 3 Jahre nach hier. Plündern. Erste Hilfe-Set benutzen. Ich kann nicht mehr. Hey, hallo. Ich
komme nicht mehr. Wahnsinn, da komme ich jetzt doch schon wieder nicht mehr raus. Oh nee. Sag mal. Rot, achso, ich muss, warte, rot sind die. Oh, bitte. Jetzt komme ich da nicht mehr durch. Au, weia. Oh nee. Ja, oh warte, der ist ein Böser, oder? Kleiner Punkte, ist der auch böse? Ja komm, der lebt hier 3 Jahre noch. Der schießt gar nicht. Punkte, au. Wunderbar. Muss ich jetzt... Das ist der Böse. Und, oh, warte, Bombe im Anflug. Sag mal. Ich muss da raus. Irgendwie raus. Oh, warte, da sind aber viele. Und meine Kollegen? Was machen die? Was machen die hier? Ich muss da irgendwo... Oh, warte. Durch. Das sind da, komm, lad nach hier. Toti, Toti. Au, sag mal. Ich mach nicht mehr. Der Böse, komm. Der auch Böse. Entschuldige, muss da irgendwie durch. Oh, warte. Da hinten, oh, da hinten ist noch einer. Ja, wenn ich da mal... Da sind meine Kollegen, meanwhile. Ah, bitte, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Oh, warte. Ich habe kein Erste-Hilfe-Set mehr. Oh, nee. Sag mal. Ich kann nicht mehr. Ja, 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 ja. Jetzt, wenn ich da durchrase, bin ich tot. Und der gleiche. Klettern. Kann man da nicht oben rum irgendwie? Warte, was ist denn da schon wieder? Da waren wir vorher. Pistolenmunition, da waren wir vorher schon drin. Oder so. Oh ne. Oh Gott. Das ist der Böse. Komm, au! Oh, warte. Mit Raketenwerfer. Ah, den muss ich erstmal umhauen. Den mit dem Raketenwerfer. Ein bisschen gestaltet sich ein bisschen schwierig. Kann nicht mehr. Headset. Oh, da ist noch ein Böser. Ah! Der will den retten. Komm her. So. Oh, der stirbt. Nee. Die brauche ich nicht mehr. Der hat ja so ein Auto-Aim. Die brauche ich. Auto-Aim, komm her. Auto-Aim, Bombe. Bombe, Bombe. Huch. War das ein Kollege? Jetzt habe ich keine Munition mehr. Kann das sein? Ja, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt habe ich keine Munition mehr. Ja, 0 von 0. Witzig, wie soll ich denn jetzt da rauskommen? Also ich schaffe wie immer die ersten 5 Meter nicht. Pistolenmunition. Mann. Mann. Tolle Musik. Warte mal. Optionen, Musik aus, komm her. Audio. Masterlautstärke, Musik aus. Komm her. So, das nervt doch tierisch. Kann man den nochmal plündern? Plündern, du sollst ihn plündern. Komm her. Ah,
Auto-Aim, oder? Jetzt habe ich schon wieder keine Munition mehr. Das macht mich ready. Da ist schon, wie soll ich denn da rauskommen, wenn ich keine Munition habe? Wiesen, ja, das ist jetzt so gut. Wachsen da unendlich viele nach, oder wie? Wie sehe ich denn das? Das ist Wahnsinn. Ich brauche Munition. Wurfmesser. Wurfmesser, was soll ich bitte mit einem Wurfmesser? Ich kann nicht mehr. Ich habe kein gar nichts mehr. Sag mal. Tauchen alle. Sie sind nicht freundlich, oder? Wie soll ich denn da jetzt rauskommen? Sind das die Kollegen? Oh nee, jetzt bin ich schon wieder im Feuer. Wie wachsen die unendlich nach? Oder wie ist denn das? Oh bitte! Wachsen die noch? Oh bitte! Dann komme! Ja, wenn ich jetzt... Jetzt komm ich, ja, da komme ich doch nie raus. Komm her. Da komme ich doch nie durch. Oder einfach mal durchlaufen. Muss man einfach durch. Oh, warte, ich springe ran. Jetzt komm her. Und jetzt einfach mal raus. Jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt bin ich schon wieder tot. Ich bin schon. Das ist der Kollege, oder? Ah, nee, also gut. Wir müssen. Jetzt komm, jetzt gehen wir da raus, weil ich mach nicht mehr. Heraus und kommen. Also, einfach mal durch. Und jetzt haben wir den ersten Teil wirklich geschafft. Muss man einfach nur durch, oder? Ich spiele ohne Trainer momentan, aber eigentlich sollte man es ohne Trainer spielen können. Das 5er habe ich ohne Trainer gespielt. Oh, das machen wir jetzt doch schnell. Das, oh, nee. Sind das jetzt die Bösen, oder? Nee, das sieht nicht gut aus. Ich kann nichts machen. Das machen wir jetzt wahrscheinlich. Jetzt werden wir doch speichern, oder? Toll. Ach, das sind die zwei Oberkolleginnen. Verdammt frohe Weihnachten, Leute! Santa hat uns einen ganzen Zug voller Geschenke das gebracht. Das sind die zwei Haupt... Was haben wir denn hier? ...Kolleginnen. Häschen. Oh. Ja, komm, verarsch mich nicht. Das machen wir jetzt noch schnell. Ich muss euch Häschen eine Frage stellen. Ja, Quatsch, nicht lang, komm, ich halte eine rein. Was habt ihr gedacht, würde passieren? Entschuldigung, nein, nicht wirklich. Fetten Zug an. Überall schwarzer Rauch. Und wir sollen nichts merken. Was wollt ihr? Bei uns. Wir wollen wissen, ob 2 plus 2. Ihr Problemlöser seid. Ist oder Problem machen. Was? Das, wenn ich wüsste. Unser Papst sagte immer, Leute lösen entweder Probleme oder machen Probleme. Die Welt das hat zu viele gute. Verdammte Probleme. Wir suchen Einstellung. Leute, die uns helfen, Probleme zu lösen. Unsere Probleme. Das sind die zwei. Seid ihr Problemlöser? Chefinnen, oder? Ist alles gut. Von dem ganzen Spiel, oder? Nahrung, muss ich mich jetzt entscheiden, Waffen. Oder wie? Ob ich gut oder böse bin? Und, oh nee, bitte. Die hat ziemlich viel Metall in der... Sogar eine Krankenversicherung. Im Antlitz, um es mal höflich zu formulieren. Aber wenn ihr Probleme macht... Ja, Papst hat uns gelehrt, was man mit solchen Problemmachern müssen gelöst werden. Wir müssen einkaufen. Der Alte hat einen Haufen Probleme gelöst zu seiner Zeit. Also, Häschen. Seid ja... Problemlöser. Muss ich mich oder jetzt Problemmacher. Da entscheiden, oder? Wir lösen Probleme. Na gut. Wir haben schon Probleme im ganzen ist der Kollege, Land. Oder? Wir besorgen Trinkwasser, bauen Häuser. Ah, das wir ist Fallout. Trinkwasser. Was ihr braucht. Bauen, halt's Maul. Ihr könnt das alles bauen? Nun... Ja. Sicher. Nicht ich. Mhm. Aber Rush hier. Gut, wenn wir das haben, machen wir Pause. Nun, dann wirst du Motocross. Zu unserem neuen Motocross-Anzug. Ich bin selber mal Motocross gefahren. Ach, fick dich doch. Na gut, oh. Kindersprache wieder am Start hier ist gar. Okay. Babysprache. War ja klar.
so pubertäre Babysprache ist, muss auch, hoppla, muss auch noch sein. Komm. Oi, der ist aber jetzt bedient. Also die mit dem Mundschutz, die sind die Bösen, oder? Also, nochmal von vorn. Oh, Quatsch, nicht lang. Hilfst du dabei, unsere Probleme zu lösen, Mr. Rush? Ja, jetzt schon. Wenn du mich so nett, höflich bittest, sage ich, willige ich mal ein. Okay. Die könnte aber auch in Resident Evil ungeschminkt mitspielen, oder? Sagen wir mal, oder? Die könnte also... Und jetzt? Au! Hey, Hilfe, Fallschirm zu! Komm her, nee. Gut, jetzt kommt der erste Speicherpunkt, oder? Und wir sind mittendrin, mittendrin statt nur dabei. Ach du, hallo, da liegt meine Schusswaffe. Komm rein. Junge, nimm das Ding. Jetzt machen wir schnell das noch fertig und dann gehen wir schnell einkaufen, Freunde. Ich muss einkaufen. Das bin ich jetzt, Kamina Burana. Hey, wach auf, wach auf. War ich das jetzt gar nicht? Das ist die Kamina, oder? Ich kenn dich aus dem Zug, du bist der Captain vom Kamina. Sicherheitsdienst, dort, oder? Ich hätte doch das... Bin ich? Kamina, oh Kamina Burana. Ich hab dich ins Wasser stürzen sehen und ich konnte dich vom Ertrinken retten, aber... Ja, ja. So, herzlichen sehe, Dank dafür. Sind wir die Einzigen, die entkommen sind. Ja, ein gutes Werk okay. Getan. Das finde ich gut. Wir müssen vorsichtig sein. Da wäre ich jetzt von selber gar nicht drauf. Sie sind weg mit Rush, aber es sind noch viele Highwaymen hier. Okay, ein also barmherziges Werk. Wir müssen nach Hope County. Hoffnungsstadt. Meine Mom, sie wird wissen, was zu tun ist. Komm schon. Oh nee, bitte speichern. Ich muss jetzt einkaufen. Alabaster! In der Hoffnung. Find Hope. Komm schon, wir müssen nach Hope County zu kommen. Gut, er hat gespeichert, gell? Hat er gespeichert? Kaum zu glauben. Jetzt machen wir Pause. Also wenn so eine Raute über dem Kopf ist, ist Kollege. Jetzt machen wir Pause und bewundern kurz nochmal die Grafik. Ich habe die auf höchste Einstellungen, gell? Optionen. Sollte Grafik, sollte. Bla, Qualität hoch. Kann man es auf Ultra? Holla, ändert sich nicht viel noch. Sollen wir es mal auf Ultra stellen? Texturenfilter Ultra. Ja, ich habe eine 1000, das müsste die Grafikkarte aber packen. Muss ich das jetzt VRAM 2,69 von 10,87? Ultra, muss ich das noch bestätigen oder packt der das jetzt zurück? Grafik. Ultra Farbe. Ja, wir wollen es in Farbe. Komm her. Eine BMW mit Seitenwagen. Ich kann nicht mehr. Helligkeit. Nee, das können wir lassen. Pausing. Ich lasse das mal Nvidia nachher nochmal auf optimal einstellen, oder? Diese beschissenen Zwillinge, Mickey und Lou. Und wir bewundern jetzt schnell mal die Ultra. Ich bin ihnen zum ersten Mal begegnet, als sie schöne rauskamen. Sie meinten, es würde Grafik. Kann man mal so lassen. Entweder freiwillig abhauen oder mit dem Haus in Flammen aufgehen. Da sind wir runtergestürzt. Mein Vater hat versucht, sich zu wehren. Die quatscht immer. Also haben sie sich erst ihn, dann das Haus geschnappt. Meine Mutter und ich mussten allein neu anfangen. Wir waren nicht ihre einzigen Opfer. Die quatscht immer noch. Aber meine Mom hat die Überlebenden zusammengetrommelt. Ja. Und wir haben versucht, einen sicheren Ort aufzubauen. Wird die heute noch fertig? Gehen wir nochmal 2 Meter und bewundern die Grafik und dann machen wir Pause. Ich muss einkaufen. Kann man das jetzt nicht umschalten auf Third Person? Optionen. Interface. Was ist Interface? Kann nicht mehr. Ach so. Und was ist bei Gameplay? Warte. Schwierigkeit, Fahrhilfe, Friendly Fire aus. Blablabla. Zielmodus halten. Spielparty. Ich kann nicht mehr. Gibt's nicht. Jetzt gehen wir noch da rein und dann machen wir Pause, gell, schon her oben. Wie war in Far Cry 5? War das Third Person? Oder irgendwas? Person. Da hinten ist eine Hütte, oder? Da gehen wir jetzt noch rein, speichert er da. Ich hab nichts mehr. Hier kommt er. Hab nichts mehr. Nein, nee, nee. Jetzt gehen wir da noch rein. Und dann machen wir Pause, gell, Freunde.
Nehmen. Nimm. Was ist denn das wieder? Ich kann nicht mehr. Da drin ist jetzt nichts. Ah, nee. Ich Radkakerlak, Malwurfsratte. Original Malwurfsratte aus Fallout. Ich kann nicht mehr. Wir schauen das noch kurz ein bisschen an, gell? Das sind die original Maulwurfsratten aus. Kann die essen? Da liegt aber schon überall Zeug rum. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jetzt geht die Kirche los. 2 Meter machen wir noch. Ich schau bloß noch mal kurz ein bisschen rum hier. Der hat jetzt gespeichert, gell? Kann man nicht speichern. Da war doch noch was. Warte. Da drin. Warte. Oh, da drin ist noch was. Komm rein. Jetzt komm her. Kupfer, was ist das? Schwarzpulver, Segelblattwerfer. Ach komm. Plündern voll. Ich bin schon wieder voll hier. Jetzt geht die Kirche los. Farbenfrohes Spiel, das kann man jetzt ruhig mal so feststellen. Und dergleichen. Was ist das? Die kann man abschießen oder wie? Macht nicht mehr. Gut, Freunde, dann lassen wir, gehen wir jetzt, muss man da speichern. Okay. Da hinten haben wir angefangen. Sehr schickes Spiel. Kann man jetzt ruhig mal so im Raum stehen lassen. Da ist ein Außenborder. Ich kann nicht mehr. Ha! Das Scheißteil muss ich gerade in der Arbeit machen. Vom Außenborder unten den Schaft in Guss. Das mache ich gerade in der Arbeit. Oh komm. Kann ich mir mal anschauen, wie es ausschauen muss. Ja, das Ding da, den ja, jetzt kann ich nicht ziehen. Den Schaft hier, und unten die Kavitationsplatte. Das Ding hier ist Kavitationsplatte. Das Ding und da der Schaft, das ist aus 3 Teilen gebastelt. Die mache ich gerade. Oh wei, jetzt kann ich mir mal anschauen, wie das geht hier. In der Arbeit, ich bin Arbeiter. In einer Gussfirma, die stellt weltbekannte, wir machen, das ist ein Außenborder, Elektro, Benziner darfst du da nicht mehr fahren in Deutschland, Außenborder, Elektro-Außenborder für den Bodensee. Also der fährt am Bodensee rum, da darf kein benzinbetriebener Außenborder mehr fahren, aus Umweltschutzgründen. Und wir stellen jetzt den Schaft vom Außenborder von irgendeiner Drecksfirma in Gussmetall her. Und übrigens, ich war Sturmbootfahrer bei der Bundeswehr, da hat man noch den Volvo Penta Außenborder. Volvo Penta 5, Volvo, ein 3-Zylinder Zweitakter. Ist ja, sowas ist jetzt aber verboten aus Umweltschutzgründen. Okay, Freunde, dann können wir jetzt hier speichern, oder wie kann man das speichern? Speichern? Du kannst im Moment nicht speichern. Okay, dann beenden wir hier die Session und sehen uns nach einem Einkauf im nächsten Video wieder, gell? Herzlichen Dank für Speis und Trank und tschüss, bis zum nächsten Video.